Herzlich willkommen im WirtWM-Studio bei Zuckerhut TV, heute ganz nah an den Bergen. Und deswegen haben wir einen der besten deutschen Skifahrer zu Gast. Er hat in Sotschi im olympischen Slalom die Bronzemedaille nur um 500stel verpasst. Und er ist eine der großen Hoffnungen für diesen Skiwinter. Herzlich willkommen, Fritz Dopka. Hallo, servus. Servus. Fritz, ganz ehrlich, versuch mal in die Hände zu klatschen und 500stel Sekunden Intervall dazwischen zu legen. Ja, das ist extrem schwer natürlich. Also, allerdings war es für mich eine super Erfahrung. Es waren meine ersten Olympischen Spiele und da kann ich wirklich durchwegs mit positiven Erlebnissen zurückschauen. Das waren lehrreiche Tage für mich. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, wenn ich auch nicht wirklich was Zählbares in der Hand habe, zeigt mir es doch, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und es kommen ja noch hoffentlich einige große Events für mich und deswegen bin ich da schon sehr positiv gestimmt und sehr motiviert wieder für die nächsten Aufgaben. Wir waren auch total begeistert und es tut mir auch leid, die Frage hast du wahrscheinlich schon 70 Mal beantwortet, aber es ist einfach so, wenn man es mit den Händen versucht, man schafft es nicht. Ja? Also da bist du schon bei einer Zehntelsekunde und du warst 500stel Sekunden an der Bronzemedaille vorbei. Okay, sei es auch drum, du kommst gerade aus dem Training. Mhm. Woher? Aus Garmisch, wo im Endeffekt auch unser Trainingsschwerpunkt ist. Also wir trainieren eigentlich vormittags und nachmittags im Olympiastützpunkt in Garmisch und probieren uns so einfach die Zeit zu nutzen und die Rückstände, wenn es auch nur geringe Rückstände waren, wie beispielsweise bei Olympia, jetzt noch aufzuholen und hoffentlich diese Rückstände auch mal in Vorsprünge umzumünzen. Dreht es sich da dann um Krafttraining oder seid ihr wirklich auf dem Gletscher unterwegs? Nee, also jetzt vorwiegend in der jetzigen Phase Krafttraining, Ausdauertraining, Koordinationstraining, Rumpftraining. Also es sind sehr, sehr viele Faktoren, die ein Skifahrer eigentlich gut bewältigen muss. Und deswegen ist jetzt der richtige Zeitpunkt dazu, sich wirklich darauf zu fokussieren und konzentrieren und einfach auch die Zeit gut zu nutzen. Nur ist dein Vater Deutscher, deine Mutter ist Österreicherin. Schlagen da noch so zwei Herzen oder hast du dich auf eine Seite geschlagen? Nee, also auf jeden Fall. Dadurch eben aufgrund meiner Biografie. Ich bin in Österreich eben geboren, bin da auch die ersten 2 Jahre meines Lebens, habe ich da die Zeit verbracht und bin dann eben auf Deutschland gezogen mit meinen Eltern. Das sind schon zwei Herzen, die auf jeden Fall in der Brust schlagen. Aber wie man ja weiß, habe ich mich 2007 endgültig für den Deutschen Skiverband entschieden und das war im Endeffekt auch in gewisser Weise eine Herzensangelegenheit, weil ich da einfach in Deutschland auch meine Wurzeln sehe und ich mich einfach in Deutschland riesig wohlfühle und vor allen Dingen auch vom Verband her optimale Unterstützung bekomme. Entscheidung. Und es war sicher auch eine Entscheidung in fußballtechnischer Hinsicht. Absolut. War die klug. Ne? Du hast jetzt als deutscher Fritz Dopfer Spaß an der WM. Was absolut sagt denn der österreichische Fritz Dopfer dazu? Ja, die haben natürlich das knapp nicht geschafft. Wir sind gegen Schweden im entscheidenden Spiel haben sie da eben eine Niederlage eingefahren, deswegen haben sie sich nicht qualifiziert, schade drum. Wobei ich glaube, dass da schon in den nächsten Jahren auch ein gutes österreichisches Fußballteam am Start sein wird. Allerdings, jetzt zählt es und jetzt sind sie nicht dabei, deswegen kann ich mich uneingeschränkt dem deutschen Team zujubeln und mich freuen, wenn sie hoffentlich erfolgreich sind. Und wer weiß, unser WM-Yogi hat sich gemeldet. Vielleicht hast du ja sogar noch eine Aufgabe vor dir, was den deutschen Fußball betrifft. Wir wollen es dir mal vorspielen. Bitte. Fritz Dopfer, sag mal, eben auch sehr interessant für uns als eben auch Coach für die jungen Spieler, die eben auch viel das Dribbling suchen, die 1-zu-1-Situation, wo der Gegner eben auch ein Stück weit, sagen wir mal, wie eine Slalomstange eben vor dem Spieler steht. Und da ist natürlich ein Fritz Dopfer könnte sehr viel wert sein für uns, sagen wir mal, wenn er da eben auch den Spielern sein Wissen vermittelt, wie man eben einen Gegner ausspielt und eben an so einer Torstange, in dem Fall eben auch dem Gegner vorbeikommt. Von daher ist für uns der Fritz Dopfer sehr interessant und ich würde ihn gerne für unser Team eben auch noch verpflichten, ja. Und es ist sicher eine ganz gute Idee, hier noch einmal nachzuhaken, sagen wir auch, da wäre ich sehr dankbar über eine Vermittlung. Ja, gerne. Also ich stehe bereit. Du stehst bereit. Ich bin voll im Training, also ihr könnt heute nach Südtirol fahren und mich da im Trainingslager integrieren auf jeden Fall. Das ist mein Wort, das nehmen wir wirklich. Also, ja, bitte. Jawohl, da vermitteln wir gerne. Unser WM-Yogi. Fritz, du bist Fußballfan? Absolut. Ja. Ich vermute mal, vielleicht ja, ich bin Bayern. Im richtigen Stadion sitzen wir hier, genau. Alles klar. Wer wird denn Weltmeister?
Das ist natürlich eine schwierige Frage, die glaube ich kein Mensch der Welt jetzt beantworten kann. Aber ich denke, dass Deutschland schon gute Karten hat, auf jeden Fall. Vielleicht, wenn Fritz Dopfer noch das, sagen wir mal, Dribbling-Training war, ich glaube, an dem wird es nicht liegen, ob sie jetzt gewinnen oder verlieren. Aber ich glaube schon, dass sie gute Chancen haben. Fritz, wir haben 11 Fußbälle für dich. Mhm. Die darfst du an einen Verein deines Herzens oder auch an mehrere, an die Jugendabteilung im Idealfall, spenden. Ja. An wen würdest du denn die Bälle gerne übergeben? Ja, an den FA Schongau auf jeden Fall. Einen Teil und den anderen Teil, den behalte ich lieber. Na, ich meine, würde ich am 1. FC Garmisch-Partenkirchen. Genau, also damit super. Sind sozusagen die Fußbälle. Die darfst du nachher mitnehmen, aber ja, genau. Vorher gehen wir bitte noch zu Wirt Torschraubwand, Schraubtorwand. Das wird Torwandschrauben mit Fritz Dopfer und los! Da macht sich das Krafttraining einfach bemerkbar. Perfekte Drehfreude, so wie man das von Fritz Dopfer kennt und kaum, dass ich sage, so abgerutscht, aber auch das passiert im Slalom halt mal. Trotzdem sauber gerettet. Sind wir schon bei der 5? Ja. Die 5. Schraube, wir sind bei 44 Sekunden. Wenn er jetzt ordentlich dreht mit dem Ratschendreher, dann könnte er die Zeit 1:22 von Timo Scheider durchaus knacken. Fritz Dopfer. Jawohl, das schaut gut aus. Ah, da lohnt sich diese Quälerei jeden Morgen in Garmisch-Partenkirchen im Trainingszentrum. Jetzt spiegelt die Zeit hier 1:10. Oh, das wird ganz, ganz knapp gegen Timo Scheider, einen der anderen ganz schnellen Deutschen. Jetzt sind wir mal gespannt. 1:19 sind wir. Und ich möchte jetzt ja nicht demoralisiert wirken, aber die Bestzeit ist vorbei. Aber es kann trotzdem noch 2 oder 3 werden. Hier für Fritz Dopfer. Oh, 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 da wird ganz hart gearbeitet hier an der Torwand. Wo sind wir? Jetzt. Okay, und Stopp. 1:39 für Fritz Dopfer. Fritz ist anstrengender, als man denkt, oder? Ja, das ist cool. Herzlichen Dank für den Besuch. Ich darf dich noch bitten zu unterschreiben auf unserer Torwand. Ja.